Mahlzeit Piloten. Heute kam eine Meldung von Gaijin, bei der ich mich erstmal setzen musste. Sehr überraschend wurde eine weitere Nation angekündigt, die ihren Weg ins Spiel finden wird mit Update 1.91 Night Vision. Und zwar handelt es sich da um die Nation China, die vorerst mit Jagdflugzeugen, Bombern und Panzern vertreten sein wird. Ich sehe diese Implementierung mit gemischten Gefühlen. Ich hätte erst eine andere Nation erwartet, die auch weniger Copy-Paste-Flugzeuge benötigen als China. Aber in den letzten Patches lag ja der Fokus auf Supersonic Tier 6 Jets und dafür ist China wohl eine der naheliegendsten Optionen. Ich persönlich würde mir zwar mehr Fokus auf Props wünschen, aber dies ist nun mal der Weg, den Gaijin momentan mit dem Spiel gehen will und einige lang ersehnte Props sind ja auch durchaus dabei. Ich gehe hier mal den Flugzeugforschungsbaum im Detail durch, was mich freut und was ich weniger gut finde. Beginnen wir oben im Forschungsbaum und arbeiten uns dann nach unten vor. Diese Reihenfolge hat sich bewährt bisher. Das Bankett wird mit der Gloster Gladiator Mark I eröffnet, also nur ein halbes Copy-Paste-Flugzeug, da die Briten die Mark II haben und natürlich die Sea Gladiator Mark I. Ich vermute mal, dass dies dann auch das Reserveflugzeug sein wird mit der I-15 zusammen. Dann kommen wir zur CW-21, über die ich mich auf jeden Fall freue. Ein Jagdflugzeug von Curtis Wright, welches hauptsächlich von China und von den Flying Tigers genutzt wurde, wo es sich um amerikanische Freiwillige handelte, die auf der Seite von China damals gekämpft haben. Da bin ich mal gespannt, wie die sich handeln wird, aber ebenso interessant finde ich dann das nachfolgende Flugzeug, die Vulti P66. Sieht zwar ein wenig scheiße aus, das Ding, aber sowas liebe ich auch irgendwie. Und mit insgesamt 6 MGs verschiedener Kaliber scheint die Maschine ganz wehrhaft zu sein. Da würde mich dann nur die Wendigkeit noch interessieren. So, dann kommen wir zu einem richtigen Copy-Paste-Flieger, bei der es sich um die P-40E1 handelt. Haben wir sowohl bei den Amerikanern im normalen Forschungsbaum als auch bei den Russen als Premium-Variante. Ein gutes und solides Flugzeug, was durchaus in diesen Baum gehört, da die Flying Tigers dieses Muster hauptsächlich geflogen sind. Ich fliege die Kitty Hawk auch ganz gerne, aber ich habe sie ja schon zweimal. Dann wandert bei China auch noch die P-43A1 in den normalen Forschungsbaum. Dieses Flugzeug gibt es bei den Amis zwar schon, allerdings als Eventflugzeug. Somit hat man jetzt auch die Gelegenheit, diesen Flieger normal zu erforschen, worüber sich bestimmt einige freuen, die nicht die Gelegenheit hatten, diese Maschine beim Event zu holen und auch kein Geld auf dem Markt dafür ausgeben wollen. Dann bekommt China auch eine P-47 Thunderbolt in der D-28-Variante, die wir auch schon 1:1 bei den Amis haben. Ob diese dieselben Loadouts bekommen wird, bleibt also abzuwarten. Die P-51D20 kommt hier in den normalen Forschungsbaum. Die P-51D20NA gibt es ja bereits als Premium bei den Amis. Aber der genaue Unterschied ist mir da jetzt nicht geläufig. Vielleicht weiß das ja einer von euch und kann das mir entsprechend in die Kommentare schreiben. Dann pinne ich das an, damit wir da auch alle Bescheid wissen. Dann die P-38L1 ist hier auch vertreten. Die Amis haben hier ja schon die L5-Version, wobei mir auch hier der genaue Unterschied noch nicht bewusst ist. Schauen wir mal, wenn sie dann da sind, lange kann es zum Patch ja nicht mehr dauern. Eine weitere P-51 reiht sich hier ein, und zwar die erste K-Version, die es im Spiel gibt, die aber nur marginale Unterschiede zur D-Reihe aufweist, soweit wie ich das verstanden habe. Und eine F-86 Sabre F-30 stößt auch hier hinzu, welche wir ja auch schon bei den Japanern haben. Die I-15 bis kommt und wird vermutlich, wie eben angesprochen, das zweite Reserveflugzeug in dieser Nation sein. Copy-Paste also auch hier, aber das ist ja soweit okay und ist eine ganz gute Wahl für die Reserve. Es gäbe zwar noch genug andere Optionen, welche es noch nicht im Spiel gibt, aber vielleicht hebt Gaijin sich die ja noch für andere Nationen auf oder für später oder will diese Flieger gar nicht bringen, keine Ahnung. I-153 M-62 haben wir ja auch schon in 2 Varianten, da muss ich also auch nicht viel zu sagen. I-16 Chung 28 wird dabei sein, zu der ich aber nicht so wirklich Infos habe, also jedenfalls nicht unter den Namen, also warten wir mal den Patch ab. Dann kann man mehr dazu sagen, was genau da der Unterschied ist. I-16 Typ 5 und Typ 10 haben wir ja auch schon bei den Russen, also Copy-Paste. Ebenso die KI-27 Otsu, die definitiv in diesen Baum gehört, ist aber halt auch eine Kopie, muss man nicht viel zu sagen, ist ein spaßiges Flugzeug. Dann kommt die KI-43 Co. Die einzige KI-43-3, die wir im Spiel haben, ist ja die Otsu. Mit der Co kommt dann nun die zweite Dreier KI-43. Komischer Satz. Ich hoffe, ihr konntet mir dennoch folgen. Die Co hat einen schwächeren Motor und ist schwächer bewaffnet als die Otsu, wird also, denke ich, im BR auch entsprechend niedriger eingestuft sein. Eine weitere I-16, und zwar Typ 17, welche wir noch nicht haben. 2.20er, 2.7er an Bewaffnung. Mal schauen, ob es die Version mit der zusätzlichen 12.7er sein wird, weil manche dieser Maschinen hatten nämlich noch eine zusätzliche Knarre mit an Bord. Fände ich eigentlich ganz cool und würde diese Maschine auf jeden Fall mehr von den anderen Vertretern seiner Art abheben.
Eine KI-44-2 kommt hier noch hinzu, wobei mir hier nicht die genaue Version klar ist, aber da wir hiervon bereits die Otsu und die Hai-Variante haben, tippe und hoffe ich mal hier auf die Co-Version. Dann die KI-61-1 Otsu ist ja auch schon bereits im Spiel vertreten, Copy-Paste also auch hier, natürlich von den Skins abgesehen. Wie gesagt, die detaillierten Unterschiede werden dann genau ersichtlich, wenn alles online ist, also kann es durchaus auch hier noch kleinere Unterschiede geben. Dann LA9, MiG9 und MiG9L haben wir auch schon alles gesehen und es rüber kopiert. Und auch die J2 ist im Prinzip eine Exportvariante der MiG-15 bis und auch die J4 ist eine MiG-15. Bei der J6 handelte es sich um eine MiG-19 mit kleinen Änderungen, die von den Chinesen gebaut wurde. Und die J7 ist auch eine lizenzgebaute MiG-21 und wird hier vorerst das obere Ende der Nahrungskette beim chinesischen Jägerbaum einnehmen. Gehen wir zu den Attackern über. Der Baum beginnt mit der Henschel HS-123A1, Copy-Paste von den Deutschen. Jetzt kommen zwei Flugzeuge, die noch nicht mit Patch 1.91 kommen, aber schon geplant sind, die V-11 und die V-12, wobei es sich um Varianten der Vulti A-19 handelt. Eine britische Moskito wird es auch hier geben, die amerikanische B-25J-30, die russische IL-10 und auch eine F-84. Werden wir hier wiederfinden und irgendwann soll noch eine Q5 folgen, was zwar keine komplette Eigenentwicklung von China darstellt, aber eine eigenständige Weiterentwicklung der J6 ist. Wird aber wie gesagt noch nicht mit 1.91 kommen, das war Gaijin wohl zu viel Arbeit, lieber erstmal größtenteils copy-pasten, aber nein. Gehen wir zu den Bombern über. Auch hier erkennen wir vieles wieder. Die Martin 139 ist ja bereits mit anderem Namen bei den Amis als Premium- bzw. Eventflieger zu erhalten gewesen und zwar als B10. Aber hier dann natürlich zur freien Erforschung vorgesehen. Die Hudson wird es hier auch geben als A29. Eine SB2M von den Russen bekommen die Chinesen, ebenso eine DB3. P1Y1 der Japaner hat sich auch hierher verirrt und die Amis spenden eine PB4Y. TU2 und TU4 kommen ebenfalls von den Russen, jetzt auch zusätzlich zum chinesischen Baum. Bei der H5 handelte es sich um einen Lizenzbaum der IL-28, aber mit anderem Hackernamen, so wie ich es verstanden habe. Ich finde es irgendwie witzig und paradox, dass gerade China so viel Copy-Paste-Dinger bekommt. Zwei Flieger sind hier nicht in der Liste aufgeführt, und zwar die H81A2, welche eine P40-Variante ist, und die Shenyang F5, welches ein Lizenzbaum der MiG-17 ist. Diese beiden Flieger kann man in den Vorbestellerpaketen erhalten, die Gaijin hier wieder in alter Manier oder fast schon Tradition anbietet, damit man sich das frühere Forschen erkaufen kann. Oder man sammelt wieder Sternchen und kann so dann irgendwann den kompletten Baum erforschen. Naja, Gaijin halt, und irgendwie müssen die ja Geld machen, aber es geht glaube ich auch etwas eleganter als so. Es sind zwar ein paar kleine Highlights dabei, aber im Großen und Ganzen wirkt dieser Schritt eher lieblos und gezwungen, wenn man sich nur auf die Flieger konzentriert. Von Panzern habe ich ja keine Ahnung und kann das dementsprechend nicht beurteilen. Ich war bei der Ankündigung mehr verwundert als erfreut und stehe Patch 1.91 im Allgemeinen sehr skeptisch gegenüber. Panzerfahrer und Tier 6 Flieger werden das bestimmt anders sehen, kann ich mir vorstellen, auch bin ich mal gespannt, was für Probleme die Anti-Cheat-Software bringen wird. Was haltet ihr von dieser Ankündigung? Habt ihr da eher die gleiche Meinung zu wie ich oder geht das bei euch in eine ganz andere Richtung? Wenn ihr was dazu schreibt, würde mich auch dazu auch euer Fokus im Spiel interessieren, also ob ihr eher die Panzerfahrer seid oder mehr Tier 6 Flieger mögt oder halt die guten alten Propellerflugzeuge bevorzugt. Ich würde mich über einen Gedankenaustausch in den Kommentaren mit euch freuen. Ansonsten wie immer, haut rein und ich treffe euch in der Luft.